Hallo und herzlich willkommen zu den News von Clip My Horse. In Zeiten von Corona ändert sich die Nachrichtenlage ständig. Wir versuchen, die Reitsport-News für Sie einzuordnen. Dazu haben meine Kollegen mit den erfolgreichsten aktiven Reitern der Welt gesprochen. Und ich gebe jetzt ab zu dem ersten Interviewgast Ludger Baerbaum, der ist bei meinem Kollegen Wolfgang Kohne. Viel Spaß dabei! Ja, lieber Herr Baerbaum, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie normal war Ihr Tag bis heute, bis jetzt erst einmal? Um ehrlich zu sein, war er ziemlich normal, auch ohne die Situation, die wir jetzt haben auf der ganzen Welt oder natürlich vor allen Dingen uns betreffend hier in Deutschland und Europa, wäre der wahrscheinlich gar nicht anders verlaufen. Ich bin rechtzeitig aufgestanden, um 5:45, habe ein bisschen Sport gemacht, habe dann um 7:30 gefrühstückt, bin dann ins Stall gegangen zunächst, habe ein bisschen eingeteilt, die Pferde, wer was macht. Habe gesagt, dass ich vormittags nicht da sein werde zum Reiten, weil ich tatsächlich einige Bürojobs schon tagelang vor mir hergeschoben habe, was ich auch sonst schon mal mache. Und habe dann E-Mails beantwortet, habe einige Telefonate geführt und bin dann um 10:30 zum Mittag gegangen, habe eine halbe Stunde Mittag gegessen und habe jetzt vor unserem Termin um 14:00 ein Pferd noch geritten und werde dann nach dem Termin auch noch 2 weitere reiten. Also insofern ein relativ normaler Tag. Ja, so viel Normalität wie möglich. Sie haben aber schon relativ früh auf die Situation reagiert. Sie haben als einer der ersten Ihre Hengstschau schon abgesagt. Wie großen Respekt haben Sie vor der aktuellen Situation? Ja, sehr großen, um ehrlich zu sagen. Ich habe die Hengstschau abgesagt. Ich war ehrlich gesagt in Spanien. Ich war gar nicht hier vor Ort. Ich bin dann von meinen Mitarbeitern angerufen worden, hier von zu Hause, die ein Meeting hatten, wo es um das Programm auf der Hengststation ging und um die Abläufe und das Ganze nochmal durchzuspielen. Und dann ging natürlich schon über den Ticker und über die Nachrichten das Thema Coronavirus und verschiedene auch schon dann Szenarien. Und es war ja schon dann auch irgendwie abzusehen, dass das nicht so normal an uns vorbeigeht. Und letztendlich habe ich dann zwar im Finale die Entscheidung getroffen für die Absage, aber ist eigentlich von meinen Mitarbeitern hier der Hinweis gekommen, zu sagen, dass doch sehr wahrscheinlich schwierig würde, das einfach so zu tun, als wenn nichts ist und dann 2 Wochen später eben doch nicht wenige Leute als Gast zu haben, da alle zusammen an der Surmburg auf so einer Schau, wenn auch nur für ein paar Stunden, aber und auch sicherlich keine Fußballstadiongrößen, aber doch, weiß nicht, 1500 Leute circa, sodass wir uns dann entschlossen haben, das abzusagen. Ja, das gehört auch alles zu dieser neuen Situation dazu. Wir haben bei uns im Amateurstall Regelungen bekommen, die wir einhalten sollen. Sie mit Ihrem Profibetrieb. Es geht aber immer darum, den Spagat zu schaffen zwischen Kontaktminimierung und der Fürsorgepflicht, die wir einfach für die Pferde haben. Welche Regelungen haben Sie bei sich im Betrieb speziell getroffen? Ja, wir haben eine Situation versucht zu schaffen, die uns da größtmögliche Sicherheit gibt, dass es eben dann nicht durch Sozialkontakte zu irgendwelchen Übertragungen kommt. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, festen Mitarbeitern im Betrieb, die jetzt auch nicht in den letzten 4 Wochen großartig unterwegs waren und mit anderen Leuten in Kontakt gewesen sind. Das ist natürlich schon dann eben ein bisschen schwierig. Die das waren, zum Beispiel 2 Mitarbeiter, die jetzt ja auch länger in Spanien waren, die sind jetzt tatsächlich 2 Wochen für sich alleine, die bleiben in ihren Wohnungen, Apartments, die kommen dann nicht auf dem Hof und werden hier nicht Pferde füttern oder Pferde trainieren oder reiten oder bewegen. Die Kerngruppe, die bleibt gleich. Wir werden also von außen da keine irgendwie Gäste haben, die sonst kommen, für Pferde zu probieren oder nur mal zuzuschauen oder Kunden oder wie auch immer. Oder Leute, die uns Pferde anbieten. Auch das haben wir bis auf Weiteres abgesagt, die dann ja auch 2, 3-mal die Woche grundsätzlich kommen und ihr Pferde vorstellen. Sodass wir das Ganze eben auf ein überschaubares Feld an Mitarbeitern hier beschränkt haben, die hier die Pferde, den Betrieb am Laufen halten. Unsere Montag-Meetings grundsätzlich haben wir auch abgesagt. Das machen wir dann über Telefon, Mails oder auch WhatsApp. Aber
Das tägliche Rausnehmen der Pferde, Bewegen der Pferde und auch Reiten der Pferde ist bei uns nach wie vor möglich. Wir haben Gott sei Dank auch natürlich so eine Infrastruktur, die da genug Platz zur Verfügung hat. Das heißt, wir sind also auf die Quadratmeterfläche da so weit auch in der Lage, eben hier zu reiten mit mehreren Leuten, ohne sich wirklich sozusagen in die Quere zu kommen. Insofern ist der Bereich relativ normal, aber alles andere ist natürlich schon auf ein Minimum zurechtgestutzt. Owen hat mit Chuck On jetzt vor kurzem noch den großen Preis von Braunschweig gewonnen. Die sind so im Training, dass man damit ja auch irgendwie umgehen kann oder umgehen muss. Trainieren Sie gerade ab? Wie können Sie die Pferde so im Training behalten? Das gilt ja nicht nur für unsere Pferde, das gilt ja andere Sportler zu dem Thema Olympia, kommen wir ja vielleicht noch, die treibt das ja jetzt auch schon wochenlang rum. Wie können sie überhaupt noch trainieren? Was heißt das? Die ganzen Pläne, Trainingsinhalte, Trainingsziele, die muss man dann natürlich umdefinieren. Und für so ein Pferd würde das heißen, weniger Kraftfutter, weniger Energie und weniger Arbeit und dann dadurch natürlich ein bisschen Leistungsabfall, den man aber irgendwann natürlich wieder aufbauen kann. Also das wäre jetzt kein Weltuntergang. Sie als Einzelmannschafts-Olympiasieger, Ihnen ist sozusagen dieser Vierjahresabstand einer Olympiade irgendwie schon in die Genetik verwachsen. Jetzt wird die Olympiade 5 Jahre lang sein, also Tokio 2021. Das Chio ist soeben auch verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Was ist da Ihr Empfinden zu dieser Entscheidung? Ja gut, ich glaube, das war die bestmögliche Entscheidung in dieser Situation, ohne jede Frage. So ein bisschen haben das ja die letzten Tage, 2, 3 Wochen eigentlich schon auch die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Ich kann verstehen, dass man sich dann beim IOC mit der Finalentscheidung da schon ein Stück weit schwer getan hat und da sicherlich ja nicht eine Person in der Lage war oder ein Gremium, das alleine zu entscheiden, sondern dann bedurfte es doch einiger Prozesse wahrscheinlich, das abzuwägen. Insofern kann ich das jetzt völlig nachvollziehen und wie das dann gestern wirklich offiziell war, war, glaube ich, insgesamt schon so Land auf, Land ab, vor allen Dingen bei den Athleten ein Stück weit auch Erleichterung, dass man da jetzt Klarheit hat, dass da jetzt irgendwie jeder so ein bisschen sich auch drauf einstellen kann. Da gibt es ja ganz verschiedene Befindlichkeiten und jetzt mal aus der Reitersicht, glaube ich, auch kann da keiner sich beschweren. Wie gesagt, es ist in der Situation, in der wir nun mal alle sind, wo es ja keine persönlich irgendwie Schuldigen gibt, sondern das ist ein Stück weit Schicksal für alle Beteiligten. Die beste Entscheidung, die getroffen werden konnte, wo am Ende, glaube ich, auch ob Mensch oder Tier, jeder ganz gut mitleben kann. Dann schauen wir zum Abschluss vielleicht noch mal ganz kurz in Ihren Stall, da wo ja auch die Hengste Ihrer Hengstation stehen. Kann das vielleicht auch in diesem Moment mal eine Chance sein, dass die Hengste sich so ein bisschen mehr auf ihre Hengstaufgabe und ihr Hengstdasein konzentrieren können? Ja, wenn man jetzt ganz viel Fantasie hat, könnte man das vielleicht so sehen. Ja, klar. Aber auch da jetzt für meinen konkreten Fall, da sind wir ja noch nicht ganz. Wir sind noch nicht in dem Abtrainiermodus oder in der Phase, wo wir jetzt womöglich 2, 3, 4 Monate in dem Offline-Modus sind, was eben nachher auch Wettkämpfe und Turniere anbelangt. Auszuschließen ist das nicht. Und dann wäre das sicherlich so, dass der Hauptfokus der Hengste dann eben auf das Deckgeschäft geht und weniger auf das Training, auf das tägliche Training. Nur Stand heute sind wir da noch nicht. Also, Herr Baerbaum, dann ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sozusagen uns den Mut und den aktuellen Stand auf den Weg geben, dass es sozusagen noch nicht so weit ist, noch nicht ganz schlimm in der Krise angekommen ist. Wir schauen weiter nach vorne und wünschen Ihnen alles Gute in Riesenbeck. Ganz herzlichen Dank. Ebenfalls alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank euch für den interessanten Einblick aus dem Springsport. Und ich gebe jetzt ab an meine Kollegin Kim, die spricht mit unserer Dressurqueen Isabel Werth. Viel Spaß! Isabel, ja, es ist eine sehr unruhige Zeit und Olympia ging die ganze Zeit schon hin und her. Du warst eine der Ersten, die für eine Verschiebung plädiert hat. Jetzt ist es soweit. Wir sind alle jetzt froh, dass das Thema entschieden ist, vom Tisch ist. Es gibt zwar noch kein klares Datum, aber wir wissen klar, es wird verschoben. Ich glaube, uns allen war klar, dass der Juli-Termin nicht mehr zu halten sein würde, nachdem jetzt wirklich das Drama seinen Lauf genommen hat und auch noch weiter nimmt. Und von der Warte her können wir zumindest klar planen, dass das Jahr 2020
ohne Olympische Spiele, ohne Championat stattfindet und dass wir hoffentlich bald wieder, so bald wie möglich, in ein relativ normales Leben wieder zurückkehren können, auch in ein normales Wettkampfgeschehen wieder zurückkehren können. Aber wie alle Experten man ja hören kann, keiner weiß es. Und viele, viele Meinungen, viel, viel Verunsicherung. Und wir können einfach nur hoffen, dass jetzt die Wärme und der Frühling ihr das Übrige dazu tut und wir bald wieder einigermaßen zurechtkommen können. Du hattest sehr früh für eine Verschiebung auch plädiert, gar nicht unbedingt aus der Sicht der Pferdesportler, denn du guckst auch immer sehr über den Tellerrand hinaus. Was war für dich auch aus der Fairness heraus ein Beweggrund, das zu sagen? Naja, wie gesagt, die aktuelle Situation hat klargemacht, dass es überhaupt nicht möglich ist, jetzt den Termin zu halten, dass andere Länder zeitverzögert jetzt ja auch hinterherkommen und dass vor allen Dingen die meisten anderen Sportler ihre normalen Trainingsbedingungen ja verlassen mussten. Es ist kein Schwimmbad in der Regel zum Trainieren offen. Es ist der Mannschaftssport hat keine Möglichkeit, gemeinsam zu trainieren. Also für die meisten Athleten sind keine normalen Trainingsbedingungen, geschweige denn Wettkampfbedingungen oder aber auch Qualifikationsmöglichkeiten gegeben. Und für uns Reiter, wir sind ja in einer sehr, sehr glücklichen Position dahingehend, dass wir nach wie vor in Ruhe reiten können. Wir können unseren Sport weiter fortführen. Wir könnten uns auch theoretisch weiter vorbereiten. Natürlich auch, wenn ohne Turniere, aber doch so, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt, ich sag mal, turnierfähig wieder wären. Und das macht die Sache natürlich auch unfair und vor allen Dingen auch im Vergleich zu allen anderen Ländern. Wenn wir jetzt erwarten, dass und hoffen, dass Italien den Peak überschreitet, so sind Spanien ist davor. Wir haben in die ganzen europäischen Länder, die teilweise nachziehen. Amerika, da wollen wir noch gar nicht wissen, was da alles noch jetzt kommen wird. Also ob das sich jetzt noch, ob wir über Wochen oder Monate sprechen, das wird jetzt, glaube ich, werden die nächsten Wochen erstmal zeigen. Wenn wir jetzt Olympia 2021 haben, haben wir natürlich eine Kollision mit den nächsten Europameisterschaften. Gibt es da schon irgendwelche Gedanken, von denen du weißt? Wird eine Europameisterschaft dann gestrichen? Wird das beides umeinander gestrickt? Also darüber habe ich bislang noch gar nicht nachgedacht. Wenn man das Thema jetzt mal ganz spontan anspricht, da müssen wir erstmal abwarten, wie die Terminierung für die Olympischen Spiele sein werden. Und bislang ist ja nur klar, dass es nicht in 2020 stattfindet. Ob es im Frühjahr oder im Frühsommer oder im Spätsommer stattfindet, klar ist, es soll bis Sommer passiert sein. Und danach wird sich herausstellen, ich weiß jetzt gar nicht auch spontan, wann überhaupt der Termin der Europameisterschaften sein soll, ob danach dann terminlich Europameisterschaften auch noch möglich wären. Das bedeutet natürlich, dass das ein ziemlicher Abfall ist, nach Olympischen Spielen nochmal Europameisterschaften zu machen. Aber es gibt umgekehrt auch viele Championate, viele, viele andere Sportarten, die zwei Championate wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ja in einem Jahr haben. Das wäre jetzt also nicht das letzte Drama. Aber wie gesagt, das ist im Moment noch zu früh, darüber zu spekulieren. Am Ende des Tages, wenn es zeitlich einigermaßen auseinander liegt, sollte es auch möglich sein. Für euch ist das, du sagst richtig, ihr könnt natürlich weiter reiten. Deine jungen Pferde werden wahrscheinlich mehr geritten denn je. Die fragen schon so langsam, was ist los, könnte ich mir vorstellen. Aber ihr habt ja sonst auch so einen Wettkampfplan. Dann werden die Pferde auftrainiert, Richtung Wettkampf wieder abtrainiert. Jetzt gibt es erstmal keine Wettkämpfe. Wie sieht dein Plan für deine Top-Pferde aus und was machen die Youngster? Also die Youngster sind noch nicht verzweifelt, sondern ganz im Gegenteil. Die sind noch frisch und munter und sind auch noch nicht intensiver jetzt vorbereitet worden als sonst, weil ich bis Ende der Woche noch ziemlich viel Schularbeiten mit meinem Sohn zu machen habe. Und das nimmt mir ganz viel Zeit und deshalb das zumindest ein bisschen mit zu begleiten, weil er dann natürlich keine Lust hat, sich alleine hier unten ins Büro zu setzen
Und mittags hole ich ihn dann irgendwann ab und er hat brav alle Schulabwahlen gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das in anderen Häusern besser, bei uns auf jeden Fall nicht, ohne dass ich da ein bisschen immer dabei sitze und zensiere. Und im Übrigen habe ich natürlich schon angedroht, dass wir mal so ein kleines internes Late-Entry bei uns hier machen, also mal Prüfungsreiten machen mit meinen Reitern und sprich den Pferden. Das hat erstmal unterschiedliche Begeisterungen hervorgerufen, weil ich angedroht habe, ich würde mich als Richter an den Richtertisch setzen. Aber Spaß beiseite, wir sind ja froh, dass wir in unserer Situation noch rumflachsen können und auch das weiter so durchziehen können. Man bekommt ja schon fast ein schlechtes Gewissen in Anbetracht der allgemeinen Situation, dass wir so unbekümmert weitermachen können. Und bislang ist das der Plan. Also ab der nächsten Woche bin ich dann auch voll konzentriert bei den jungen Pferden und beim ganzen Team dabei. Du hast schon vollkommen recht, wenn du sagst, man bekommt fast ein schlechtes Gewissen. Da sind die Pferdesportler jetzt im Moment in einem fetten Vorteil. Das ist überhaupt gar keine Frage. Reiten wird weiter genehmigt, aber wirtschaftlich. Was meinst du, wie sieht das Ganze für den Pferdesport insgesamt wirtschaftlich aus? Jetzt akut, aber auch langfristig. Naja, also wirtschaftlich wird das natürlich ein Desaster mit sich bringen. Das ist gar keine Frage. Viele Schnellmaßnahmen helfen natürlich jetzt aktuell, die ja auch jetzt sehr schnell von der Regierung beschlossen sind. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, dass die Schraube wird auch irgendwann wieder zurückgedreht. Und für uns Reitsportler, die wir nicht vom Schulbetrieb und vom Pensionsbetrieb abhängen im klassischen Sinne, wir haben den wirtschaftlichen Ausfall von Preisgeldern, von Sponsoreneinnahmen oder ähnlichen Dingen. Das wird sich bei dem einen oder anderen stärker oder weniger stark auswirken. Darüber hinaus sind die Reitvereine mit dem klassischen Schulbetrieb, mit dem klassischen Pensionsbetrieb und eben auch die privaten Schulbetriebe natürlich wahnsinnig gebeutelt. Die sind zu, die werden große, große existenzielle Probleme bekommen. Und da wird es sicherlich zukünftig und im Laufe des Jahres doch wahrscheinlich den einen oder anderen Stall geben, der zumachen muss. Und dann wissen wir alle noch nicht, die weiteren wirtschaftlichen Folgen, die ganzen privaten Freizeitreiter, können die sich weiterhin ein Pferd erlauben, können die weiterhin reiten, unabhängig von irgendwelchen jetzigen aktuellen Profis oder Profibetrieben, sondern hinterher, wie viele Pferde und Freizeitsportler werden wir noch haben nach den wirtschaftlichen Ausmaßen, die uns erwarten werden. Gibt es da irgendeine Chance, du stellst das sehr gut eigentlich dar, da gibt es ja verschiedene Ebenen, gibt es irgendeine Chance, dass der Reitsport hier sagen kann, hey komm, hier helfen wir mal? Siehst du eine Chance, dass die Top-Sportler den Reitvereinen, die jetzt zumachen, vielleicht auch im Nachgang irgendwie da ein bisschen aufs Sprungbrett helfen können? Gibt es da eine Chance? Ich glaube, wir können im Moment aufgrund der räumlichen Situation und der Tatsache, dass wir wirklich nur gut dran tun können, zu Hause zu bleiben und das Wort Sozialkontakte meiden oder diese Worte wirklich ernst nehmen, sehr ernst nehmen und zu Hause bleiben und versuchen, das so weit wie möglich auch einzuhalten und Infektionsrisiken zu vermeiden. Und darüber hinaus müssen wir dann, wenn es wieder langsam sicher zurückgeht, ins normale Leben, müssen wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, was auch immer dann möglich erscheint. Jeder wird natürlich erst einmal sehen, wie er selbst wieder auf die Beine kommt und kommen kann und denen es davon dann besser geht. Da wird man versuchen müssen, da wird auch sicherlich die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die ja mal sehr vorausschauend arbeitet und blickt und zukunftsorientiert ist, die werden dann sicherlich jetzt auch schon sich ein paar Dinge überlegt haben. Das war aber das ein bisschen Nickeligkeit in der Stimme ist Zufall. Wir wollen jetzt noch einmal, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz die Gelegenheit zu sprechen, deswegen weiß ich, dass es eine Menschengruppe gibt, vor denen du im Moment ganz besonders den Hut ziehst. Wer ist das? Ja, das ist der gesamte medizinische Stab
Ärzte, Krankenhäuser, Schwestern, Intensivmedizin, die Intensivmediziner. Also ich will gar nicht, also wir können es uns wahrscheinlich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen, was da im Moment abläuft in den Ballungszentren. Ich will gar nicht wissen, wie es in Italien vor sich gegangen ist und nach wie vor auch geht, Spanien etc. Also wirklich zu erleben, dass wir einmal Sorge haben werden, dass unser Gesundheitssystem kollabieren würde, habe ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht zu vorstellen gewagt. Und dass das passieren könnte, da stehen wir jetzt davor. Und dass tatsächlich jetzt hier diese Menschen mehr oder weniger nonstop sich da aufopfern, ist absolut gewaltig. Und da kann man auch nur den Hut vorziehen und sich bedanken, ist zu wenig. Isabel, vielen tausend Dank. Und ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass wir hier ganz schnell durchkommen. Vielen Dank nach Rheinberg. Danke auch zurück. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war unser News Update. Ich hoffe, Ihnen helfen die Pferde durch diese außergewöhnliche Zeit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.